ist jetzt der erste internationale oder globale Aktionstag und wir sind gegen die Nutzung von Drohnen für Überwachung und für das Töten oder Krieg. Der Grund, warum wir einen internationalen Tag brauchen, ist, dass das Problem von dieser Waffe kann nur international gelöst werden. Wir brauchen eigentlich letztendlich eine internationale Ächtung von diesen Waffen. Das ist, was wir glauben, wie passiert ist früher mit Chemiewaffen, mit Landminen und mit Streubomben. Und deswegen ist das jetzt ein erster Versuch, international verschiedene Drohnenaktivisten zusammenzubringen, um anzufangen, eine Grundlage für die internationale Diskussion und internationale Kampagne, die notwendig sein wird. Die Länder, die jetzt die stärkste Drohnenkampagnen haben, sind USA, Großbritannien, die beide schon lange bewaffnete Drohnen einsetzen im Krieg und im Fall von den USA für sogenannte gezielte Tötungen. Pakistan, eine der Länder, deren Souveränität verletzt worden ist, wo es tausende Opfer von Drohnen gibt und eine ständige Beängstigung der Bevölkerung durch Drohnenüberwachung kombiniert mit gezielten Tötungen. Und dann in Deutschland, wo die Entscheidung bevorsteht, ob Deutschland bewaffnungsfähige oder bewaffnete Drohnen anschaffen möchte. Vielleicht noch mal kurz zurück, wer steckt hinter der Kampagne? Halt? Ja, das ist ein relativ großes Bündnis von internationalen Organisationen, also von verschiedenen Friedensorganisationen und NGOs in den verschiedenen Ländern. Das ist angefangen mit einem Treffen in Berlin am 12. Dezember 2013, als Medea Benjamin von der Friedensorganisation Code Pink hier war. Ihr Buch ist jetzt auf Deutsch und sie war hier, um das zu präsentieren. Und es kamen Vertreter aus verschiedenen Ländern, aus Großbritannien, aus Schweden, aus Holland, aus Schweiz und so weiter und auch aus Pakistan, die hier in Europa sind, um eine erste Beratung zu haben, was können wir machen. Und dann war der Beschluss, diesen globalen Aktionstag auszurufen. Die Organisation ist ziemlich breit getragen in allen Ländern, also die Hauptländer, die das organisieren. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich im Juli für bewaffnete Systeme von Drohnen ausgesprochen und dabei wurde unter anderem auch argumentiert, dass Soldaten im Einsatz besser aus der Luft geschützt werden könnten. Können Sie dem zustimmen und was spricht eigentlich gegen bewaffnete Drohnen, also in Krisengebieten, diese einzusetzen? Ich wollte eine Sache korrigieren. Hm? Obwohl Frau von der Leyen bestimmte bewaffnete Drohnen oder die Bundeswehr möchte bewaffnete Drohnen bekommen, die Entscheidung vorerst ist nur für bewaffnungsfähige Drohnen. Hm? Und übrigens, das ist auch in ganz Festland Europa der Fall. Also Großbritannien hat schon bewaffnete Drohnen, aber Italien, Frankreich, Holland und haben bewaffnungsfähige US-Drohnen. Und das ist, was Deutschland sagt, also was gesagt wird, dass das jetzt hier nicht gekauft, sondern geleast werden soll, habe ich gehört. Insofern ist Deutschland etwas zurückhaltender als die anderen. Also erstens mit diesem Schutz von Bodentruppen. So sogar in der SPD gibt es Stimmen, die sagen, wieso sind Drohnen besser für Schutz als zum Beispiel Hubschrauber, warum müssen die bewaffnet werden? Es gibt jetzt Überwachungsdrohnen seit einigen Jahren. Deutschland hat geleaste israelische Herren-Überwachungsdrohnen, die nicht bewaffnungsfähig sind. Die Frage, ob die wirklich so viel mehr den Soldaten am Boden helfen und sowieso, ich denke, Deutschland und NATO möchte doch aus Afghanistan abziehen. Also es sollen sowieso nicht so viel länger Soldaten dort sein. Und der große Gefahr natürlich ist bei Drohnen, ist, dass die nicht nur in Kampfgebieten, die irgendwie von der UNO begutachtet wird und so weiter, eingesetzt werden, sondern anderswo. Im Fall von Großbritannien, die haben 10 bewaffnete US Reaper Drohnen in Afghanistan und jetzt überlegen die, was die mit diesen Reapers machen. Und es gibt sogar einen Gerichtsfall, kommt bald in Großbritannien, um die zu verhindern,
diese Drohnen nach Afrika und nach Nahen und Mittleren Osten zu bringen und genau den Weg der USA zu folgen, Drohnen überall einzusetzen im Rahmen des Kriegs gegen den Terror in allen Ländern, ob man einen deklarierten Krieg hat, ob man eine, also ohne die UNO zu fragen, sogar ohne US-Kongress zu fragen. Das ist die Richtung, diese Waffe bringt, diese Art Kriegsführung mit sich. Ich denke, dass das nicht vereinbar ist mit dem deutschen Grundgesetz und mit der deutschen Auffassung der internationalen Politik. Inwieweit werden denn die Einsätze mit bewaffneten Drohnen und auch deren Opfer öffentlich bekannt gegeben halt? Ja, das ist auch ein großes Problem mit Drohnen, weil diese Ziffer, wer wie viel getötet werden und wie viel, also man sagt Zivilisten, also man weiß immer nicht, wer ist ein Zivilist und wer ist ein Kämpfer, sehr oft. Aber es werden sehr viele Frauen, Kinder und alte Leute und so weiter auch mit umgebracht. Es gab eine Studie von einem Wissenschaftler in den USA, ich glaube, er heißt Stiller, das zeigt, dass mehr Zivilopfer waren bei Drohnenanschlägen als bei allen anderen Luftanschlägen. Aber die Tatsache, dass Infos nicht öffentlich gemacht werden, ist beunruhigend. Und in den USA und Großbritannien haben Aktivisten und NGOs lange darum gekämpft, dass die Ziffer öffentlich gemacht werden. Vergebens bis jetzt. Und noch schlimmer ist in den Ländern wie in zum Beispiel Pakistan, Jemen, Afrika, wo eigentlich die USA, die CIA, diese Geheimdienste, diese Anschläge organisiert und befehlt. Das Militär führt sie durch, aber es bleibt in den Händen der Geheimdiensten. Das passiert auch mit Hilfe von Rammstein in Deutschland als Schaltstelle für die Satellitenkommunikation zu diesen Drohnen. Und da, die Geheimdiensten, die geben natürlich keine Infos frei. Inwieweit die Bundesregierung überhaupt Einfluss auf die Koordination von Einsätzen mit Drohnen eben hat, ne? Also da kann die Bundesregierung dann, wenn in Rammstein eben die USA eben diesen militärischen Stützpunkt eben nutzt, kann die Bundesregierung da eben Einfluss drauf nehmen? Die Bundesregierung könnte sogar den Stationierungsvertrag kündigen jederzeit. Mhm. Also 2 Jahre Kündigungsfrist gibt es. Deutschland ist nun ein souveränes Land. Also Deutschland kann sehr wohl sagen, wir finden, dass diese Art Tätigkeit in Rammstein geht Grundgesetz in Deutschland, geht auch gegen das Völkerrecht und wir verbieten das auf deutschem Territorium. Man kann, wenn man sagen will, oh, wir brauchen noch Rammstein, Kaiserslautern, dies und jenes, okay, also ich bin, aber man könnte trotzdem sagen, diese Einheit mit 650 Leuten, die diese Drohnenanschläge koordinieren und so in Rammstein, dass diese Einheit nicht mehr arbeiten darf. Aber irgendwie wird sich ja da immer rausgeredet, wir haben keinen Einfluss oder dann erfährt man von Tötungsdelikten durch Drohnen und die Bundesregierung schleicht sich da so scheinbar ein bisschen aus der Verantwortung halt. Ne? Die Bundesregierung sagt immer noch, sie weiß nichts von. Genau. Und das kann doch nicht stimmen, weil die Bundesnachrichtendienste, die arbeiten doch eng mit der CIA zusammen. Und es kann nicht sein, dass die Bundesnachrichtendienste in Deutschland wissen gar nicht, was in Rammstein passiert. Wenn das so ist, dann muss die Regierung die alle feuern, weil die deutsche Bevölkerung, die braucht zum eigenen Schutz auch vielleicht, wenn sie einen Geheimdienst braucht. Und es soll auf jeden Fall die Verfassung schützen. Und die deutsche Verfassung wird verletzt mit dem, was in Rammstein ist. Also die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland haben die Verantwortung, das zu Ende zu bringen, was jetzt passiert, was gegen deutsches Recht und deutsche Gesetze und deutsche und auch internationale Völkerrecht geht. Im europäischen Raum werden sogenannte Überwachungsdrohnen eingesetzt, zum Beispiel an den Außengrenzen von Europa durch Frontex oder auch mal bei einem Polizeieinsatz innerhalb der Bundesrepublik. Aber auch ganz privat, also im privaten Rahmen, können Drohnen über den Gartenzaun fliegen. Warum sind solche Einsätze Ihrer Meinung nach kritisch zu sehen? Also Drohnen sind nicht so eine normale Kriegswaffe. In ihren Ursprung sind sie mehr eine Unterdrückungswaffe. Sind entwickelt worden
zuerst für gezielte Tötungen und so weiter durch Israel. Die USA hat zuerst das kritisiert, diese Politik der gezielten Tötungen und ständigen Überwachung, aber hat das dann doch angenommen nach dem 11. September 2001 für den Krieg gegen den Terror. Und die Tatsache ist, dass diese selbe Techniken, die in Afghanistan, in Pakistan, in Palästina und so weiter benutzt werden, die könnten theoretisch auch natürlich in Europa, in den USA auch eingesetzt werden, wenn polizeiliche Behörde oder Geheimdienste zu viel Kontrolle haben in unseren Ländern. Und es ist schon besprochen worden, also die Drohnentechnologie in Europa, die durch die EU finanziert wird, da ist es hauptsächlich Frontex und so Grenzüberwachung und so weiter. Es ist eigentlich das Interessante an dieser Friedensbewegung gegen Drohnen, ist es genauso eine Freiheitsbewegung. Es geht letztendlich auch um unsere eigene Freiheit auch, weil diese Überwachungsmöglichkeit bringt mit sich die Möglichkeit auch der Drohnenanschläge. In den USA hat Präsident Obama 2012 sogar ein Gesetz unterschrieben, dass US-Bürger auf US-Territorium, den der Präsident als Terrorist bezeichnet oder glaubt, dass die Terroristen sind, können auch Ziel behandelt werden, genau wie in anderen Ländern, das heißt ohne Prozess. Und die USA hat auch US-Bürger umgebracht ohne Prozess. Und insofern ist es noch nicht weitgehend passiert, aber es ist eine Grundlage dort, wo schon zu befürchten ist, wie diese Waffen auch in USA oder Europa eventuell in der Zukunft eingesetzt werden könnten. Dass das eben auch eingeschränkt wird, da gehen Sie, also startet dann morgen auch ein Aktionstag, ein globaler Aktionstag gegen den Einsatz von Überwachungs- und Kampfdrohnen. Vielleicht können Sie mal zwei, drei Aktionen nennen, also Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet, aber zwei, drei Aktionen, die vielleicht hier in der Bundesrepublik stattfinden halt. Zuerst mal möchte ich sagen, dass wir heute schon 30 Aktionen in der Bundesrepublik haben. Also wir sind sehr erfreut darüber, weil das ist ein erster Versuch und wir denken, dass diese Bewegung wird wachsen. Also wir haben erstmal vor dem Bundestag in Berlin morgen Drachenstadt Drohnen, lasst 1000 Drachen fliegen. Und das fängt um 11 Uhr an. Und da haben wir ganz kurze Statements auch von einem pakistanischen Anwalt, der neulich vor dem Internationalen Gerichtshof argumentiert hat, dass auch Deutschland und Großbritannien untersucht werden sollen für ihre Beihilfe für diesen illegalen Morden auch in Pakistan. Er vertritt Opferfamilien in Pakistan. Aber es wird auch aus der palästinensischen Gemeinde jemand sprechen. Und ich werde sprechen so für Code Pink, USA, und Lur Henken für Friedenskoordination Berlin und Friedensratschlag. Und dann werden wir Drachen steigen lassen. Das ist eine Aktionsform aus Afghanistan, aus Protesten zu sagen, dass der Himmel gehört uns, sagen wir. Ja. So. Und dann eine andere interessante Aktion ist, finde ich, vor AFRICOM, weil AFRICOM ist Kommandozentrum der USA in Stuttgart und gleich neben EUCOM, also EUCOM wäre für Ukraine-Krieg im Einsatz, auch Ukraine-Krieg der USA, auch ohne Bewilligung von Deutschland. Und dasselbe AFRICOM macht vieles und sehr viel. Das sind 1500 US-Personal, die ganze Planung für Militär in Afrika machen, dass die Einsätze haben sich verdoppelt in den letzten 6 Jahren. Die haben jetzt Drohnenbasen überall und setzen sehr oft Drohnen ein in Afrika, auch für gezielte Tötungen in Somalien zum Beispiel. Da wird auch ein Demo sein, aber interessanterweise werden gleichzeitig ein Demo an der US-Basis in Kröten, in Großbritannien, wo auch ähnliche so Hilfe, Beihilfe für Drohnenanschläge gegeben wird. Und auch bei dem Basis Hancock in den USA, wo die Drohnen gesteuert worden sind und gesteuert werden über Afghanistan. Und wo sehr viel Zivilwiderstand ist. Neulich ist von dort ein 79-jähriger Mann Gefängnis verurteilt für, glaube ich, 3 Monate wegen Zivilwiderstand in Hancock. So, das ist eine. Und dann, sehr viele machen auch
Unterschriftensammlungen und Flashmobs und so weiter. Eine ganz neue Aktion, was in den USA jetzt gestartet wird, ist ein internationales Boykott gegen die Firma Honeywell. Honeywell ist eine internationale Firma, hat auch, glaube ich, eine Fabrik in Deutschland in der Nähe von Frankfurt und liefert wichtige Teile für die US Reaper-Drohnen, die in Afghanistan und so weiter eingesetzt werden, die mit diesen Hellfire-Missiles, und liefert zum Beispiel Teile für Apple-Computer-Produkte. Und jetzt geht es um einen Verbraucher-Boykott gegen Apple, was jetzt, dass sie ihr Vertrag mit Honeywell beenden müssen. Und das ist auch etwas, was jetzt anfängt in den USA, aber man könnte sich vorstellen, dass das auch zu einer internationalen Kampagne werden könnte. Also noch eine Aktionsform, was sehr interessant ist, ist Drone-Free Zones. Und das ist schon in den USA in mehreren Städten sogar durchgesetzt worden, dass Drohnen über bestimmte Ortschaften nicht mehr fliegen dürfen. Oder wenn sie fliegen dürfen, nur mit bestimmten Auflagen. Zum Beispiel keine Kameras, die die Privatsphäre der Bürger verletzen und solche Sachen. Und ich finde, das ist auch eine Bewegung, die man in Deutschland auch vielleicht durchsetzen könnte. Also ist es so hier in Berlin, dass keine Drohnen über den Bundestag fliegen dürfen. Und ich sehe nicht, warum wir andere Berliner Bürger auch Drohnen über unseren Köpfen bekommen sollten. Das könnte auch in den Bezirken in Berlin vielleicht durchgesetzt werden. Also das wäre noch eine Aktionsform, Drone-Free Zone.